Hi, heute möchte ich euch mein schwarz-blaues Dimir Zombie-Deck vorstellen, das ich liebevoll Walking Dead nenne, abgeleitet von der Serie Walking Dead. Und ich bin auch ein großer Fan von Fear of the Walking Dead. Also, das Deck besteht hauptsächlich, nee, eigentlich ausschließlich aus Zombies. Nur Jace und Lyanna sind noch mit da drinnen, die keine Zombies sind. Wir haben auch Noctilis noch drinnen. Den ich einfach nur als Planeswalker schätze, deswegen habe ich ihn eingebaut. Aber grundsätzlich lehnt sich das Deck an die Story an, als Jace vor den Werwölfen flüchtete, in die Behausung von Lyanna trat, durch die ganzen Zombie-Massen, die Lyanna kontrolliert, durchmarschierte, vor Lyanna saß und sagte: Ey, wo ist Zorin? Kannst du mir weiterhelfen? Es war ein schönes Bild und habe gedacht, baust du dir einfach mal ein Themendeck zusammen in diesem Bereich. Und als Ergänzung zu diesem Zombie-Thema habe ich diverse Madness-Karten mit reingenommen. Denn Jace und Lyanna, aber auch dieses Enchantment hier, führen dazu, dass man Karten abwerfen kann, dadurch Kartenvorteil generiert und gleichzeitig auch die günstigen Madness-Fähigkeiten nutzen kann. Ja, was macht dieses Enchantment? Dieses Enchantment ist dafür insbesondere gut, dass man eine Kreatur zerstören kann. Dafür muss man einen Lebenspunkt bezahlen, eine Karte in die Bibliothek legen und eine Karte abwerfen. Alles Fähigkeiten, abgesehen von dem einen Lebenspunkt, die uns für das Deck hier sehr, sehr viel weiterhelfen. Denn man kann, wenn man diese Fähigkeit des Enchantments nutzt, zum Beispiel auch in der gegnerischen Runde Zaubersprüche spielen, die eigentlich eine Sorcery sind, aber aufgrund ihrer Madness-Fähigkeit dann auch in der gegnerischen Runde gespielt werden können. Stellen wir uns vor, zwei Kreaturen greifen an, dann kann man das Enchantment opfern, eine Kreatur davon töten, die andere gleichzeitig auch. Man muss nicht warten, bis man erst in seinem Zug dran ist. Zum Beispiel mit dem mörderischen Drang. Oder man baut es wie folgt. Man kann auch hier, der Gegner greift an, man opfert das Enchantment, zerstört eine Kreatur und bringt gleichzeitig 2/2 blockende schwarze Zombie-Kreaturspielsteine ins Spiel, um halt spontan zu blocken und den Kunden, sagen Sie, den Gegner zu überraschen. Jace in seiner Form als Jace normal, sage ich mal, nicht als Planeswalker, bringt uns extrem großen Kartenvorteil. Ich will ihn gar nicht immer flippen lassen zum Planeswalker, denn wenn wir eine Karte ziehen und wir schmeißen eine ab, gewinnen wir eigentlich meistens eine Karte, weil grundsätzlich sollte man immer eine Madness-Karte abschmeißen, die man auch gleich spielen kann, so dass man eigentlich keine Karte verliert, sondern immer eine Karte dazu gewinnt. Ist Jace geflippt, hat man die Möglichkeit, einer anderen Kreatur minus 2, minus 0 zu geben. Häufig nutze ich aber eigentlich diese Minus-3-Fähigkeit, um halt doch einzelne Instants of Sorcery aus dem Friedhof zu spielen, insbesondere da, wo wir auch Zombie-Token generieren können. So, unser erster Zombie ist dieser 2-3er für 2 Mana, passt einfach gut in die Mana-Kurve hinein, ist teilweise ärgerlich, dass er getappt ins Spiel kommt, weil er nicht sofort blocken kann. Aber gut, dafür ist er 2-3 und kostet nur 2 Mana und ist ein Zombie. Nur der Wind ist eine tolle Karte, um einfach eine Kreatur auf die Hand zurückzugeben. Teilweise würde ich mir wünschen, auch mal einen Planeswalker oder ein Enchantment. Aber unser Deck ist insbesondere sehr, sehr gut gegen Kreaturendecks. Stellt sich immer etwas schwieriger an in den ganzen Testspielen, die ich gemacht habe, gegen Kontrolldecks, wo Weltnerwachen oder Languishes vorhanden sind. Oder auch einfach nur Planeswalker. Das ist sehr, sehr anstrengend, wenn wir nicht schnell genug sind. Zugriff der Dunkelheit, klar, minus 4, minus 4, insbesondere immer wieder gut, wenn der Gegner in seiner Runde Wässern spielt und wir sie dann einfach in Response darauf töten mit minus 4, minus 4. So, was haben wir noch? Mörderischer Drang, habe ich gerade schon erzählt. Zerstört eine getappte Kreatur. Lilianna ist super genial mit Jace, passt die Karte einfach perfekt. Ich würde mir gerne wünschen, da mehr von drin zu haben, aber es gibt halt bei Magic Duels nur eine, die man nutzen darf. Wenn sie flippt, bringt sie ein Zombie 2/2 ins Spiel, passt zum Thema. Insbesondere auch die Plus-2-Fähigkeit, jeder Spieler wirft eine Karte ab.
schmeißen wir eine Delirium-Karte ab, schmeißen wir eigentlich keine ab, sondern aktivieren sie einfach für ihre günstigeren Madness-Fähigkeiten. Ansonsten haben wir auch die Möglichkeit, mit ihrer Minus-X-Fähigkeit Kreaturen, Zombies wieder ins Spiel zurückzubringen. Sei es der Marunier Fleischsack, der dann dazu führt, dass der Gegner wieder eine Kreatur opfern darf. Oder wir bringen den Düstergrab-Koloss zurück, weil es der sterben sollte. Die Karte ist natürlich auch eine sehr große Schlüsselkarte. Sie kriegt +1/+1, abhängig davon, wie viele Zombie-Karten in unserem Friedhof sind. Oder spielen wir einen Zombie, da wir fast alles nur Zombies haben, bringt er zusätzlich einen 2/2-Zombie. Leider gibt es aktuell noch keinen Zombie, der unsere Zombies irgendwie hochstärkt. +1/+1 würde ich mir wünschen, wird das Spiel etwas vereinfachen. Aber das Deck hat auch so seine extrem großen Stärken. Läuft auch sehr gut, macht sehr, sehr viel Spaß. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich spiele da schon jetzt 2 Tage dran, Doktor rum und nehme Karten raus und rein. Und jetzt ist auch das die finale Version. Sie funktioniert sehr gut. Gegen die KI gewinne ich eigentlich immer. Gegen menschliche Spieler hängt es immer davon ab, welches Deck man auch hat. Aber solange es nicht pure Kontrolle ist, sollten wir gute Gewinnmöglichkeiten haben. Ja, Natuko habe ich auch als Finisher mit drin, da wir sehr, sehr viele Token haben, ist er optimal, um halt auch da sich selbst hochzupumpen. Die unverheilende Krähe kommt ins Spiel, dann werden 2 Karten in den Friedhof gelegt aus der Bibliothek. Und wenn sie stirbt ebenso, wir haben 2 Stück davon drin, soll dazu sein, um unseren Zombie-Meister, wie ich ihn jetzt mal nenne, hochzustärken, wenn wir Zombies reinmühen. Oder auch von diesen 17 Instants, die wir haben, einige ins Friedhof zu bringen, um, wenn wir Glück haben, wir haben ja nur eine davon drinne, weil sie kommt sehr spät für 6 Mana, eine riesengroße Zombie-Armee aufzubauen. So, was haben wir noch? Die vergessene Schöpfung ist vielleicht eine Erklärung wert, insbesondere für Karten mit Madness haben wir hier die Möglichkeit, einen extrem großen Kartenvorteil zu generieren. Schmeißen wir Karten ab mit Madness-Fähigkeit, können wir sie natürlich sofort spielen. Das heißt, wir schmeißen sie nicht ab. Mal als Beispiel, wir haben 4 Handkarten, die uns nicht gefallen. Davon sind 2 Madness-Karten. Schmeißen wir die 4 Karten weg, aktivieren die Madness-Fähigkeiten der beiden Karten, können sie spielen, ziehen 4 neue nach, haben 2 Karten gerade gespielt. Also haben wir 2 Karten gewonnen. Und das ist natürlich ein schöner Vorteil. Und wir können uns dann bei der schlechten Handkarten, die wir noch auf der Hand haben, hoffen, dass wir eine bessere Handkarten noch ziehen. Hier dieser Zombie für 4 Mana ist relativ teuer. Er bringt auch nur ein 2/2-Zombie-Token mit ins Spiel. Die entscheidende Größe ist eigentlich, dass er Death Touch geben kann unseren Zombies. Da habe ich ihn einmal drin. Ist schön, ihn zu ziehen, aber muss ihn nicht unbedingt haben. Entscheidender ist eher hier die Hexerei, die wir aufgrund des Enchantments zum Beispiel auch in der gegnerischen Runde spielen können. Bringt uns aber 2 Zombie-Token. Sehr genial. Und hier haben wir die Möglichkeit, auch mehr Zombie-Token zu generieren, wenn wir die Madness-Fähigkeit nutzen können. Und für X kriegen wir halt Anzahl der Zombies oder auch Leben. Wenn wir halt für die normalen ursprünglichen Kosten von 5 Zaubern kommen halt 3 schwarze Zombie-Token ins Spiel. Leider getappt, anders als hier bei Gisas Heiß, da kommen sie ungetappt ins Spiel und können blocken, kommen sie hier getappt leider ins Spiel. Ob Nixilis, ich liebe ihn, deswegen ist er drin, gibt es keine Begründung dafür. Ansonsten haben wir nur 2 Inseln drin, die wir mit Evolving Wilds, die wir 4-mal drin haben, raussuchen können. Es ist auch nur ein kleiner Splash für die blaue Farbe, die wir drin haben. Ansonsten 13 Sümpfe, die beiden Doppelländer. Ja, und ich kann nur sagen, ich wünsche euch viel Spaß und jetzt lasst uns mal ein paar Spiele machen und mal schauen, wie es jetzt funktioniert. Das ist jetzt die finale Version und ja, möge die Zombie-Armeen über die Welt wenigstens hier bei Magic Duels jetzt in nächster Zeit mal herrschen. Also, bis dahin. Yeah, die Zombies kommen und behalten wir die Kartenhand. Oh. Ne, wir ziehen neue. Ah, keine Zombies auf der Hand gab's. Jetzt haben wir ein paar Zombies auf der Hand. Kartenhand behalten. Und gegen wen spielen wir? Gegen Amech. Also, auf geht's. Lasst uns eine Zombie-Armee aufbauen, um den
mich zu überrennen. Euch oder uns beiden ein schönes Spiel, hoffe ich. Grün-Weiß könnte ein Token-Deck sein, könnte ein Human-Deck sein, was gerne gespielt wird. Wäre auch mal schön, was anderes zu sehen, außer die herkömmlichen Geschichten. Daher habe ich jetzt hier doch mein Zombie-Deck zusammengebaut mit vielen schönen Madness-Fähigkeiten. Und ja, jetzt fehlen noch die Karten, um die Madness-Fähigkeiten auch zu aktivieren. Na, schau an. Da haben wir doch schon mal den ersten. So, fetchen wir. Greifen an. Suchen uns eine Insel raus, um eventuell blaue Karten, die wir ziehen können, später aktivieren zu können. Hier wird er wahrscheinlich nicht blocken. Wenn wir Glück haben, spielt er ein Enchantment auf die Kreatur. Was sehr üblich ist bei solchen Decks. Das Delirium. So, da die Kreatur nicht getappt wird beim Angriff, sind unsere beiden Karten hier, Mörderischer Rang, völlig wirkungslos. Dafür ist es sinnvoller, also ihn zu töten. In 2-2er. Und spielen stattdessen erstmal ein 2-1er fliegend. Greifen jetzt nicht an, den 3-3er müssen wir noch nicht eliminieren. Vielleicht später, aber noch nicht jetzt. Jetzt haben wir einen Friedhof. Okay. Schauen wir mal, ob er angreift. Wäre ganz schick. Ah, noch einer. Und der wird so stark wie viele Kreaturen von ihm sterben. Locken überspringen, das den Schaden nehmen wir in Kauf. Vielleicht ziehen wir jetzt noch eine Mana, das wäre sehr schick. Zombies haben wir im Friedhof. Ein. Wäre der 3-3. Na, sinnvoller ist erstmal, wir haben ja keinen weiteren Zombie auf der Hand, um Zombies zu generieren. Sinnvoller wäre erstmal den 3-3er zu eliminieren. Mit R2-2. Greifen wir den 2-1er fliegend an. Haben wir den 2-3er immer noch zum Blocken für beide Kreaturen. Wenn er nicht das Enchantment spielt, weil seine Kreaturen kriegen +1/+1 und werden beim Angriff nicht getappt, was wirklich, wirklich ärgerlich wäre. Oh. Wir sehen also auch blaue Mana. Er greift an. Wir blocken ihn. Wahrscheinlich hat er eine Verstärkung auf der Hand. Oder so. Gut, kriegen wir halt nur 2 Schadenspunkte. Das ist völlig in Ordnung. Besseren muss gehen. Ja, hat halt seinen Kreaturen Unzerstörbarkeit gegeben. Wir greifen an. 2 Schadenspunkte. Den 3-3er werden wir jetzt nicht blocken. Den 2-3er können wir blocken. Wahrscheinlich greift er sogar mit beiden an. Um den 3-3er dann irgendwie auch hochzustärken. Wenn er getappt wird, können wir ihn dann eliminieren. Schauen wir mal. Okay, mit dem greift er also rein an. Blocken überspringen.
Ja, uns fehlt eine Mana. Die Zombies haben wir jetzt dran. Es wird nicht mehr, immer noch ein. Stellen wir in 3-3er. Greifen mit den 2-1er an. So, das ist ein cooles Deck eigentlich. Zombies gegen Menschen. Ja, Schnetzel, Schnetzel, gebt mir die Menschen. Ich hab Hunger. Na, bleiben wir mal gespannt. Ist was gezogen? Ha! Nichts. Sehr gut. Komm doch. Will er nicht. Alles klar. Dann will er nicht. Wie man nennt. Und greifen mit allen an. Schauen, ob erstmal ein blockt. Oh. Ist okay. Zombies sind dazu da, um zu sterben, aber sie kommen ja alle wieder. Zombies sind ja eigentlich nie tot, außer Gimme's Walking Dead. Man schießt ihn irgendwas in den Kopf. So, wir kreieren jetzt mal zwei weitere Zombies. Und nächste Runde würde ich gerne mal den düsteren Koloss spielen. Um dann noch mehr Zombie-Token zu generieren. Ja, perfekt. Weiter. Greifen jetzt mit allen Zombies an. Ja. Zombie-Armee, Juri. Vier, vier, Schnetzel. Sechs, sechs, oh. Ah, er hat ja den sieben, sieben Karten gemühlt, cool. Ja, weiterspielen. Zombies! Wir haben Hunger. Ja, Zombie, noch mehr Zombies. Hauptsache, der zieht dann in einer Declaration of Stone oder in Heldenauferstehung. Greif mal an. Duck. Schnetze. Tot. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. So, wie sehen unsere Karten aus? Ja, behalten wir nicht. Ziehen wir eine ungetappte Mana nächste Runde. Sieht nach einem langsamen Start aus. Neue Karten anziehen. Und ja, erheblich besser. Kartenhand behalten. So, gegen wen spielen wir? Wir spielen gegen Blue Hawk. Blue Hawk ist in grün-blau unterwegs. Ja, das ist perfekt. Dieses Enchantment ist sehr gut in der Kombination mit Mörderischen Drang. Zerstöre eine Kreatur, tappe die Kreatur deiner Wahl. Ist eine Sorcery, kann also eigentlich nur in unserer Runde gespielt werden. Aber mit dem Enchantment haben wir die Möglichkeit, auch in der gegnerischen Angriffsphase die Karte zu spielen, da sie dann mit für ihre Madness-Kost bezahlt wird, also für ihre Wahnsinnskosten, hier für eine schwarze und eine farblose, können wir sie dann ohne weiteres nutzen, auch in der gegnerischen Runde. So. Wir verraten ihm erstmal nicht, dass wir auch blau spielen, sondern wir spielen erstmal jetzt unseren Zombie, den 2-3er. Sind bisher gegen ein dreifarbiges Deck unterwegs. Bisher hat er zwei Länder, eine 3-3 und das Hexproof hat. Na, schau an.
zeigen wir ihm, dass wir blau haben. Diese Karte ist super. Nicht für sich selbst nur, weil es Wachsamkeit hat, sondern auch plus 2 bekommt, wenn er 6 oder Melon hat. Aber in der Kombination mit den Kreaturländern, die dann auch noch plus 2 bekommen, wenn er plus 2 bekommt, ist er einfach unglaublich stark und deswegen muss er auch weg. Und das machen wir jetzt noch. So, also er spielt auch weiß. Also jetzt fehlt nur noch rot, dann hat er glaube ich alle Farben. Jetzt sucht er sich erstmal was Grünes raus. Spielt er nächstes ohne Kreatur? Macht er das? Spielen wir lieber einen Jace? Oder spielen wir dann in der gegnerischen Runde, wenn... Also die Idee wäre, wenn er in der nächsten Runde eine Kreatur spielt, dann könnte man das Enchantment nutzen, eine schwarze Mana bezahlen, sie töten, eine Karte abschmeißen. Aber die Basiskosten sind sowieso 3, das geht sowieso nicht. Also, uns fehlt eine Mana, um den Effekt nutzen zu können. Wir greifen daher erstmal an. Und spielen dann lieber nochmal einen Jace. Hinterher, da er auch die Fähigkeit hat, quasi dann die Madness-Kosten zu aktivieren. Oh, er macht nichts. Spielend. Ja, kommt getappt ins Spiel nochmal. Mit Fluchsicherheit, ja. Das Problem ist, dass wir ihn nicht eliminieren können, da er Hexproof hat. Und wenn er ihn aktiviert, stirbt unsere 2-3 Kreatur. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also warten wir eine Runde ab. Und spielen lieber in seiner Runde, am Ende seiner Runde, unsere 2-2. Wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Jetzt ziehen wir eine Karte. Schmeißen die Karte ab. Bestätigen. Nehmen wir Jace wieder auf die Hand zurück. Ist mir lieber, als dass er jetzt einfach eliminiert wird. Leider verliert er dann auch nicht 3 Lebenspunkte, aber es ist mir einfach okay. Ja. Ich spiele jetzt keinen Jace. Denn das, die Idee ist, falls er noch eine Kreatur spielen sollte, spielt man Jace. Wir können auch einen 2-2 Blocker, wir können ihn eliminieren, wenn er angreift. Spielen am besten nicht. Schauen, was er spielt. Greift er mit einem Land an, das wäre super. Ah,
Macht er nicht. Dann eliminieren wir ihn. Und spielen dafür nochmal zwei Zombie-Token. So. Wird er in sich wieder? Okay. Spielen wir Jazz. Den Ghoul. Und warten jetzt erstmal ab. Gut, jetzt hat er den 5-7er wieder draußen. Sonst Jazz wieder auf die Hand. Greift ihn mit dem 4er nicht an. Okay. Macht das Sinn, mit 8 Schaden durchzukommen? Ist nicht schlecht, oder? Ja, wir machen das. Spielen das. Zerstören in dem 5-4er, dann kann er sich was aussuchen. Oder wir zerstören den. Nein, er muss. Der muss im Friedhof. Das bestätigen wir. Bestätigen. Geben wir den 5-7er auf die Hand. Wir greifen jetzt erstmal für 8 Schadenspunkte an, dann hat er nach 8 Leben. So. Vielleicht ziehen wir nicht so ohne ein Land, wenn er den Eldrazi daraus spielt. Huh. So. Der 4 Schadenspunkte da noch. Zombies sind da, um zu sterben, ne? Ja, es ist schön. Ich kann das mit allen 3 angreifen, dann kriegt er insgesamt 4 Schadenspunkte, also aber 4. Ja, wir machen das. Greif mit allen an. Über 4 Schadenspunkten. 4 Leben. Spielen jetzt ihn hier. Da kommt noch ein Zombie mit ins Spiel. 2, 4, 6, 8, 9. Schauen, was er machen kann. Da Mass Removal auf der Hand. Der Nebel auf der Hand. Und Weaverschild ist auf der Hand? Ja, haben wir. Oh. Greifen wir mit allen Zombies an. Können ihm, wenn er ein Land aktivieren sollte, aber bevor Block ist, die Kreatur auf die Hand zurückgeben.
Schauen, was er macht. Aktiviert er ein Land? Spielt er Nebel? Oh. Eins, zwei. Eins, zwei kann er blocken, einer kommt durch. Ja, Sieg, super. Also, macht richtig Spaß, auch mit der Tatsache, dass man hier mit Madness arbeiten kann. Gibt es auch immer wieder schöne Überraschungseffekte. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir machen jetzt mal weiter. So, lasst uns die Toten auferstehen. Also, gute Starthand behalten wir. Wir spielen gegen Tent Salisman und ja, auf geht's, Walking Dead Deck. Also, viele, viele Zombies, eigentlich nur Zombies und wir haben auch nur einmal Jace bzw. Liliana drin. So ein bisschen Storyboard, als Jace Liliana zu Besuch geht, um es in netter Weise auszudrücken und er durch den ganzen Zombie-Reihen von Lianas Bediensteten läuft. Denke ich mal, passt er ganz gut hier rein. Außerdem durch seine Fähigkeit der Aktivierung des Kartenziehen und einer Karte abschmeißen, können wir die Madness-Kosten aktivieren. Und Liana sowieso als Königin für die gesamten Zombies, die sie unter ihrer Kontrolle hat, ist sie optimal geeignet, um einfach hier ein schickes Deck zu bauen. Wir spielen gegen Ebsan. Und haben jetzt auch schon mal den ersten 3-2er gegen uns. Den spiele ich eigentlich nicht in der dritten Runde, hat nämlich einen großen Nachteil. Wenn man in der dritten Runde spielt, kann man ihn, so wie ich es jetzt mache, töten, ohne einen Mehrwert eigentlich generiert zu haben. Denn sinnvoller wäre es gewesen, ihn vielleicht in der nächsten Runde zu spielen, um halt dann ein Land zu spielen, vielleicht auch ein Evolving Bite, um halt dann zwei Clue-Token zu generieren, um später Karten zu ziehen. Aber ich kenne seine Handkarten nicht, vielleicht war es die einzige Möglichkeit, die er hatte. Und wir suchen uns erstmal einen Sumpf raus, um ein bisschen die Kartenhand auszudünnen, beziehungsweise die Länderanzahl. Ansonsten hat Evolving Wild eigentlich keinen großen Effekt, sondern einfach nur, um uns eine Insel insbesondere rauszusuchen, für die kleinen blauen Zaubersprüche. So, er spielt den nächsten Elfen. Hat auch scheinbar kein Land gezogen, daher war es eigentlich wahrscheinlich seine einzige Möglichkeit, ihn hier zu spielen, die unermüdlichen Spurensucherin, da er einfach nur drei Länder auf der Hand hatte. So, wir spielen als nächstes. Ja, was spielen wir als nächstes? Wir spielen als nächstes den Düstergrab-Koloss. Aber bevor wir den spielen, weiter. Greifen wir erstmal an, wobei wir könnten auch ohne weiteres erstmal Jace vielleicht spielen und dann noch den schlurfenden Ghoul. Weil vom Schaden her macht das nämlich keinen großen Unterschied. Und so wichtig ist es jetzt nicht, Zombie-Toten zu generieren. Also schon wichtig, aber in der jetzigen Spielsituation nicht unbedingt. Also spielen wir als erstes mal Jace. Ein bisschen Karten zu ziehen. Und den Ghoul, um ein bisschen Druck aufzubauen. Und dann zur Zeit hat er ja nur, wie gesagt, drei Mana und auch den 1-1er. Und wir wollen jetzt langsam, aber sicher uns eine schöne Zombie-Armee aufbauen. Ja, Schupp. Den kennen wir doch irgendwo her.
Kein Problem, opfern wir. So haben wir schon mal einen Ghoul mehr im Friedhof, nämlich unseren ersten. Dann kommt er nämlich schon als 3-3 wieder. Nicht schlecht. Greifen wir mit unserem Zombie an. Vielleicht blockt er mit dem 3-1er. Na, macht er. Also haben wir schon mal 2 Ghouls drin. Spielen wir unseren. Das ist jetzt nämlich 4-4. Ja, jetzt ist die Frage, nutzen wir Jace? Nutzen wir Jace nicht? Also auf jeden Fall spielen wir... Schmeißen wir das Land ab. Lassen wir Jace flippen. Bringt das etwas? Was haben wir im Friedhof? Tja, dann würde Jace flippen. Ja, bevor er stirbt. Ziehen wir mal eine Karte, schmeißen... Sumpf weg, Jace flippt und wird jetzt nun zum Planeswalker. Wir spielen das Land noch, spielen die Verzauberung und geben Jace plus 1 plus 0. Also ein Counter drauf, dass er bei 6 Countern ist. Die Kreatur ist nur noch 1-1. So, jetzt schauen wir, was er spielt. Wahrscheinlich holt er sich den 3-1er wieder. Ich würde das machen, ja, er auch. Ja, das ist kein Problem, so, da wir ja selber noch einen Zombie auf der Hand haben. Und noch einen Zombie gezogen haben. Ist das eigentlich perfekt? Frage ist, was machen wir als erstes? Greifen wir an. Was auf der Hand haben, wir greifen mal an. Sicherlich mit einem Blocken. Können wir unseren Zombie hier nochmal spielen? So. Kriegen wir mal einen Zombie-Token 2-2er und den 2-1er Flieger. Ist hervorragend, um einfach mal eine kleine Zombie-Armee aufzubauen. Jetzt haben wir fast alle 4 schlurfende Gude im Friedhof. Und aktivieren nochmal Jace. So, also bis jetzt sieht das Board gar nicht schlecht aus. Und ich ziehe jetzt nicht noch eine schwarze Mana oder eine weiße Mana und mache jetzt nur alles platt. Ja, was machen wir danach? Lassen wir zu. Okay. Ist sinnvoller, lieber es zerstören zu lassen, weil nächste Runde können wir den Maroni in den Flashback nochmal spielen und kriegen dann nochmal einen Zombie-Token. Was definitiv sinnvoller ist, so irgendwas anders spielen. So, dann machen wir noch eins. Geben ihn hier nämlich minus 2, minus 0. Dann wird er wahrscheinlich mit ihm blocken. Können wir mit unseren Zombies angreifen. Ohne Probleme, ohne dass einer stirbt. Wird wahrscheinlich nur 1 für den 4-4er blocken. Den 1-1er lässt er übrig, um halt später den 4-4er nochmal blocken zu können. Wir spielen jetzt nochmal den marodierenden, damit er den 1-1er opfert. So, wir opfern einen Zombie. Können wir nächste Runde nochmal ein Instant spielen, einen anderen Instant haben wir auf der Hand. Lass uns mal überraschen, was kommt. Ja. Ich finde es so geil. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Zombies. Die kommen jetzt so richtig rüber marschiert. 4, 6, 8,
11 Schaden. Oder wollen wir ihm erstmal nur 7 Schaden? Also wir haben ja die Möglichkeit. Puh. Komm. Minus 8 Fähigkeit bringt uns sowieso nichts. Naja, das Problem ist, es gibt einen kleinen Bug. Wenn wir jetzt Jace die minus 3 Fähigkeit benutzen würden, was ich gerne machen möchte, dann gibt es ein Problem. Wir würden das aktivieren. Und es bringt überhaupt gar nichts. Denn er würde einfach weiterspringen, das System. Also, das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Also, geben wir ihm minus 2. Wie ihr seht, springt er jetzt automatisch weiter sofort im Angriff, ohne dass ich es machen kann. Das gleiche wäre jetzt auch beim Instant gewesen. Und ich hätte nichts machen können, um den Instant zu spielen. Deswegen greifen wir jetzt erstmal an und lassen wir ihn halt einfach mal blocken. Mit 4-4er, völlig in Ordnung. Falls er doch mal ein Removal spielen sollte jetzt, haben wir die Möglichkeit, wenigstens unseren 4-4er wieder auf die Hand zurückzunehmen. Aber nächste Runde ist sowieso das Spiel vorbei, wenn er jetzt nichts Vernünftiges zieht. Schade für ihn wirklich, dass er nur 4 Länder gezogen hat, denn Salasmand, echt schade. Schauen wir mal. Seelenraub. Ah, okay. Musst du zerstören. Nochmal 2 Karten in den Friedhof. Schade, ich hätte jetzt gerne hier noch die Sorcery. Um ein paar Zombies zu erschaffen. Greifen wir einfach mal mit an. Mit allen. Wahrscheinlich hat er jetzt noch einen Fock auf der Hand. Oder ich sag einfach danke fürs schöne Spiel. Ne, er hat nochmal einen Fuck auf der Hand. Na, no, wir wollen ihn noch nicht. Wir wollen noch nicht sterben lassen. Wir spielen jetzt auch erstmal nichts. Denn unsere alternative Win-Condition ist einfach, ihn zu Tode zu mühen, falls er noch was machen kann. Aber ich denke mal, das ist es gewesen, außer er sucht sich jetzt nochmal Forest raus. Ne. Was nimmt er jetzt noch? Kann er noch was machen? Marauder spielt er. Wir haben genug. Da fahren wir ihn hier. Also jetzt sollte das Spiel gewesen sein. Jace nochmal die letzte, aber schöne Emblem zu generieren. So. Und geben ihm jetzt einen 3-1er auf die Hand. Mühlen und greifen dann schön an. Noch ein bisschen mehr Zombies zu generieren. Aber nicht, wir greifen jetzt einfach an. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir gucken mal weiter, wie die anderen Spieler alle ausgehen. Und die Zombies haben mal wieder gesiegt. Das Deck macht unheimlich viel Spaß und ich habe sehr, sehr viel Freude dran. Also, bis dahin.